Verzeihung, es wäre sehr schön, wenn sich die, also die, die jetzt reden, vorstellen. Ich darf Hans Modrow vorstellen. Er ist ein ausgesprochen kluger, belesener Sozialist, Osteuropa-Experte und ehemaliger Ministerpräsident der DDR. Zunächst vielen Dank für die Ausführungen, weil sie auf jeden Fall Zusammenhänge zeigen und man spürt, wie unterschiedlich dennoch die Probleme liegen. Ich hatte Gelegenheit, in der vergangenen Woche auch anderthalb Stunden den Außenminister zu hören. Für mich stellt sich, oder Herr Kollege, eine Frage. In Politik mit Schuld und Unschuld umzugehen, das merken wir inzwischen, ist sowieso eine Größe, über die sich nicht lohnt, wenn man nicht vor allem einen Ansatz hat. Wir brauchen eine Analyse, wenn wir uns bemühen wollen, Vertrauen wiederherzustellen und Vertrauen zu bilden. Hier war das Flugzeug, ich könnte vieles andere sagen, ich könnte auch die Frage stellen, wer glaubt denn, wenn die Krim jetzt nicht bei Russland wäre, wie viel Frieden auf der Krim wäre, wenn ich nach zum Donetsk und nach Lugansk schaue. Wir machen keine Analysen, sondern wir versuchen einfach, über Politik zu reden. Und aus meiner Sicht, und das ist die Frage, die mich am meisten beschäftigt, ich war im vergangenen Jahr, Ende des Jahres, in Kasachstan und hatte dort auch ein Gespräch mit dem stellvertretenden Außenminister. Und seine Frage war, Deutschland hat den Vorsitz im kommenden Jahr im OSZE-Prozess. Welche Absicht hat Deutschland, wenn es sich darum beworben hat? Ich konnte dort nicht sagen, welche direkte Absicht, welche Schritte wir haben. Aber vorgetragen wurde sehr deutlich, dass Deutschland ja prüfen sollte. 2010 war die letzte Konferenz im Rahmen OSZE der Regierungschefs. Sie haben mit Recht gesagt, das ist sozusagen ein Gefüge, in dem USA und Russland sind. Wir stehen ja vor der Frage, wollen wir von deutscher Seite her, bei der Größe der Bedeutung, die Deutschland hat, einen Helsinki-2-Prozess in Gang bringen? Das wäre mit unserer Vorsitzmöglichkeit ja ein Vorgang, den wir anschieben, den wir dann, wenn es weitergeht, im nächsten Jahr weiterreichen können. Aber wenn wir auf dem Gebiet nichts tun, haben wir nichts weiterzugeben. Wir haben nur noch ein halbes Jahr, um aktiv zu sein. Das Parlament ist absolut außen vor. Wir sind zwar jetzt hier im Parlamentsgebäude, aber im Parlament selber ist die ganze Problematik kein wirklich Gegenstand zum Handeln. Und wenn wir nicht diesen Vorsitz nutzen wollen, dann stehen wir echt in einer schwierigen Frage. Und wenn es schon um Politik geht, wenn der letzte Bewerber, der jetzt nun rufen will, Rot, Rot, Grün, muss 2017 her. Aber eins bewegt mich natürlich. Wir haben einen deutschen Bundestag, in dem eine Regierungsmehrheit von 82% sitzt. Alle Umfragen besagen, wir haben aber eine Stimmung im Land, wo gerade noch Maximum 55% hinter dieser Regierung stehen. Wie will denn diese Regierung handeln? Was soll dann herauskommen, wenn wir uns weiter so bewegen, dass eine sozusagen Politik abläuft, die keine Aktivität hat, wo mehr Zweifel als Zutrauen entstehen und eine Riesenverantwortung liegt eigentlich mit dem OSZE-Vorgang in der deutschen Verantwortung. Und ob das eine Antwort ist, ich will noch zwei Fakten nennen. Dass im deutschen Kanzleramt am Tisch der Bundeskanzlerin die drei westlichen Siegermächte sitzen, aber die vierte Siegermacht gehört schon nicht mehr dazu. Umgekehrt, die vierte ist der Feind.
Man berät mit drei Siegermächten, wie man mit dem Feind umgehen kann. Und damit es nicht nur ein Gespräch bleibt, sind dann mit einem Mal in Polen 24.000 Soldaten der NATO und nicht einmal nur der NATO dabei und machen Aktionen. Wie wollen wir wirklich eine Politik entwickeln? Das ist meine Frage, die ich mir zunächst auch selber stelle, die ich aber auch an Ihrer und an die Adresse des Auswärtigen Amtes stellen möchte. Wie wollen wir wirklich Vertrauen gewinnen, wenn wir nicht vertrauensbildend mit der Macht, die wir im Moment als Vorsitz im OSZE haben, auch wirklich umgehen? Hans, danke für deine Überlegungen. Und ich denke, es ist am besten, wenn Gernot Erler direkt jetzt darauf eingeht, so von Spitzenpolitiker zu Spitzenpolitiker. Ne? Verehrter Herr Motto, ich bitte um Verständnis, dass ich nicht auf alle Punkte jetzt von Ihrem Beitrag eingehe, weil da auch eine ganze Reihe von nationaler deutscher Politik betroffen ist. Und wir haben hier Gäste aus Russland und aus der Ukraine und haben ein Thema, und das ist der Minsk-Prozess und die OSZE. Und darauf will ich mich konzentrieren. Also wir haben uns Ende 2014 beworben um den Vorsitz für 2016. Das heißt, in einer Zeit, wo die Krisenentwicklung schon mehr als sichtbar war. Und wir haben das bewusst gemacht. Wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass die OSZE dann immer ein Feld ist, wo vor allen Dingen kleinere Länder aus den Teilnehmerstaaten die Verantwortung übernehmen. In so einer schwierigen Situation sollte vielleicht auch mal ein etwas größeres Land das machen. Natürlich haben wir damals nicht gewusst und auch eher Hoffnung gehabt, dass diese Krise vielleicht nicht mehr so eine entscheidende Rolle spielt, wenn wir 2016 dann anfangen mit unserer Verantwortung in dem OSZE-Vorsitz. Das hat sich leider nicht als möglich erwiesen, dass wir das schon überwunden haben mit dem Beginn. Und deswegen spielt das Crisis-Management also jetzt in dem deutschen Vorsitz eine, sage ich mal, auch viele andere Themen an die Seite drückende Rolle. Dem müssen wir uns stellen. Und ich finde, wir können ganz gut vertreten, was wir gemacht haben. Ich habe da vorhin ja darauf hingewiesen, das geht auf die deutschen Konzepte zurück, dass die EU Konsens darüber gewonnen hat, dass, und ich erinnere nochmal an die Diskussion, eine militärische Lösung dieses Konflikts ausgeschlossen wird. Es gibt ja bis heute Stimmen, die sagen, man könnte doch auch Waffen an die Ukraine liefern und dann die auf diese Weise instand setzen, die Souveränität über komplettes Land wiederherzustellen. Wir halten das für eine nicht vorhandene Alternative. Und ich denke, dass wir auch sonst eine gute Rolle gespielt haben. Nämlich, selbstverständlich hat die Krim-Annexion bei mehreren osteuropäischen Staaten enorme Ängste ausgelöst. Also ich meine, das war ja ein professioneller Vorgang, wie in 5 Tagen vom Referendum über den Antrag auf Mitgliedschaft in der Russischen Föderation, die Beschlussfassung der Staatsduma, des Föderationsrates und des russischen Verfassungsgerichts, alles in 5 Tagen. Ja, diese Aufnahme der Krim in die Russische Föderation durchgezogen wurde. Wir haben zum Beispiel in Estland und in Lettland einen Anteil von 25 bzw. 27% russischsprachiger Bevölkerung. Dass diese Staaten plötzlich dann auf die NATO gucken und sagen, was ist eigentlich, wenn sowas Ähnliches bei uns inszeniert wird, können wir uns dann auf die Schutzgarantie verlassen, ist klar. Und wir müssen uns jetzt auseinandersetzen mit den Forderungen von dort, diese Schutzgarantie substanziell auch sichtbar zu machen, nämlich möglichst mit Stationierung, dauerhafter Stationierung von NATO-Kampftruppen da vor Ort. Das ist eine direkte Folge der russischen Politik mit der Krim. Und was hat Deutschland gemacht? Wir haben gesagt, eins wollen wir nicht, dass wir nämlich einen Vertragsbruch auf der einen Seite mit einem Vertragsbruch auf unserer Seite beantworten. Damit meine ich die NATO-Russland-Grundakte. Die verbietet eine dauerhafte Stationierung von Kampftruppen jenseits der alten Linie zwischen Ost und West. Und wir haben durchgesetzt, dass das bis heute akzeptiert wird. Das ist eine schwere Arbeit gewesen. Und das wird auch eine schwere Arbeit sein, wenn ich gucke auf den nächsten NATO-Gipfel in Warschau Anfang Juli.
Wir werden wieder konfrontiert werden mit diesen Ängsten und mit diesen Fragen, wo sind denn die Reassurances, die Rückversicherungen, ja, substanzieller Art. Und da werden wir wieder eine ganz schwierige Diskussion bekommen. Aber ich finde, unsere Position kann sich da sehen lassen. Und mein letzter Punkt zu dem, was Sie gesagt haben, ist Helsinki 2. Wissen Sie, es ist so, wir haben die Schlussakte von Helsinki von 1975 und wir haben die Charta von Paris für ein neues Europa. Das sind die zwei entscheidenden Grundlagen des ganzen, der ganzen OSZE-Kultur. Und wir haben das riesige Glück, dass 57 Staaten, darunter auch die Vereinigten Staaten, darunter auch die Russische Föderation, sich zu diesen Prinzipien bekannt haben, feierlich bekannt haben. Und damit eigentlich verpflichtet sind, die auch einzuhalten. Einschließlich Anerkennung der Souveränitätsrechte der Staaten, der Grenzsicherung der Staaten, der Nichteinmischung, des Verzichts auf Waffengewalt, Anwendung von Waffengewalt und so weiter. Diese Prinzipien sind verletzt worden. Soll man jetzt in diesem Moment sagen, na gut, dann machen wir eben Helsinki 2? Das ist nicht unsere Position. Das ist auch eine gefährliche Sache. Weil wir haben das Recht darauf, dass alle Staaten sich an das halten, was sie unterschrieben haben. Und wir müssen das einfordern. Das heißt nicht, dass wir nicht offen sind für eine Diskussion über die zukünftige Friedensordnung in Europa. Das ist etwas anderes. Aber die Prinzipien, an denen wollen wir nicht rütteln lassen. Und ich habe große Bedenken, worauf das eigentlich hinauslaufen würde, wenn wir jetzt einen offenen Prozess anfangen würden unter dem Titel Helsinki 2, ob wir nochmal zu diesen verbindlichen Erklärungen kommen, die wir in der Schlussakte von Helsinki haben und die wir in der Charta von Paris haben. Und das ist die deutsche Position. Ich finde, auch die ist nachvollziehbar und auch die verdient eigentlich Unterstützung. Dankeschön. So, die erste Wortmeldung und Antwort hat 10 Minuten gedauert. Ich fand das völlig in Ordnung, muss ich sagen. Das sind wichtige Fragen, die hier noch zusätzlich in die Debatte gebracht sind. Nur wir können nicht so weitermachen. Dann könnten noch 5 Leute Fragen stellen. Das wäre einfach schade. Mein Vorschlag ist, wir versuchen jetzt ein bisschen zu sammeln, nicht riesig viel, ne? So 2, 3 Fragen zu sammeln und dann mit kurzen oder Bemerkungen und die kurz halten mit kurzen Antworten. Und dann kommen wir schon ein Stück weiter. Eben war der Wunsch von Oleg Bondarev, dass noch 30 Sekunden er noch eine Bemerkung machen kann. Und die gestatten wir ihm. Я с удовольствием слушал ответ многоуважаемого господина Гернота Эрлера на очень важный вопрос. Ich habe mit Freude die Antwort des verehrten Kollegen Gernot Erler gehört auf diese wichtige Frage. Ich möchte ihn voll und ganz unterstützen und mich mit dem Grundsatz solidarisieren, die Situation nicht hochzuschaukeln und nicht mit einem Vorfall auf einen anderen Vorfall zu reagieren. Mir stellt sich nur eine Frage in diesem Zusammenhang, eigentlich 2 Fragen. Sehr geehrter Herr Erler, sagen Sie, erkennt Deutschland den Beschluss des UN-Sicherheitsrates an? Okay, das war zwar ein Vordrängeln der Frage. Wenn Deutschland den Beschluss des UN-Sicherheitsrates anerkennt, stellt sich eine weitere Frage. Erkennt Deutschland die Unabhängigkeit des Kosovo an? Das nur zu dem Wort der doppelten Prinzipien. Das werde ich in den Fragenblock mit reinnehmen. Das war eine der Fragen, ein bisschen vorgedrängelt, aber das verstehe ich ja gut. Jetzt Peter Becker, bitte. Peter Becker von der JALANA, das ist die International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, also wie sind die Juristen gegen den Atomkrieg, wie die Ärzte gegen den Atomkrieg. Ich habe 2 Fragen an Herrn Erler. Beide betreffen die Tätigkeit der OSZE und ich finde, es ist ein wunderbares Arrangement, dass Deutschland jetzt in dieser schwierigen Situation den Vorsitz der OSZE hat. Die erste Frage ist folgende. Die OSZE macht Informationen über die einzelnen Einsätze, also auch INSM in der Ukraine, die man im Internet abonnieren kann.
Das ist auf ein halbes Jahr begrenzt, aber das ist sehr interessant. Aber diese Informationen beschränken sich auf das, was innerhalb der Mission und mit Blick auf die Mitgliedstaaten unstreitig ist. Das Salz in der Suppe ist aber gerade der Streit. Also die Bewertung, nämlich was sagt die eine Seite, was sagt die andere Seite. Wäre es nicht möglich, beide Seiten, die Position beider Seiten, die OSZE ja bewerten kann, sie ist die bestinformierte Organisation, die vor Ort tätig ist, die sie bewerten kann, die auch ins Internet zu stellen, um auf diese Art und Weise eine Berichterstattung in den Medien, die immer gerne nur eine Seite aufgreift und die andere Seite hämisch wegdrückt, etwas zu korrigieren. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, die OSZE beruht auf der Helsinki-Schlussakte und ist kein echter völkerrechtlicher Vertrag. Deswegen wird seit Jahren für eine Verrechtlichung der OSZE gekämpft. Eine Kämpferin ist zum Beispiel Ida van Veldhuizen, frühere Staatssekretärin im Außenministerium Hollands. Ich habe sie auch gefragt, wie es damit ist, und sie hält das durchaus für möglich und sieht eigentlich als Hauptprotagonisten in dieser Frage Russland und die USA. Die beiden müsste man in dieser Frage zusammenbringen. Und wenn das gelänge, und da finde ich, ist Deutschland gerade prädestiniert dazu, dann wäre das doch eine wunderbare Möglichkeit, um die Gesprächspartner, die in dieser Frage sich irgendwo auch positionieren müssen, wieder zusammenzubringen an einen Verhandlungstisch und das wichtigste Medium, das wir in Sachen zivile Konfliktbearbeitung haben, zu stärken. Danke. Danke. Gibt es unter denjenigen, die sich schon gemeldet haben, weitere Fragen an Herrn Erler? Dann würde ich die jetzt mal zusammenziehen und dann, oh, ihr habt euch aber noch nicht gemeldet. Doch, Thomas Michael, du bist dran, ja, oder Sie. Ich? Okay. Dann stelle ich jetzt mal eine Frage. Und das ist eine konkrete an Herrn Erler. Also die, bitte? Ach so, Thomas Kachel, sicherheitspolitischer Referent der Linksfraktion. Ich hätte eine konkrete Frage zum Prozedere der OSZE-Mission. Und zwar eine, die mir aufgestoßen ist beim letzten Besuch an der Führungsakademie der Bundeswehr. Dort war jemand von der OSZE da und hat uns insbesondere über diese Mission unterrichtet. Und er war auf meine Nachfrage hin nicht in der Lage, mir etwas über die Personage der dort tätigen Beobachter zu sagen, und zwar in der Frage, wie viele dieser Beobachter aus paktgebundenen Staaten, also aus Staaten, die entweder der NATO oder der EU angehören, kommen und wie viele dieser Beobachter aus nicht paktgebundenen Staaten kommen. Das heißt, in dem doch natürlich vor uns liegenden Konflikt, also nicht automatisch sozusagen auf einer Seite stehen. Ich finde diese Differenzierung eine sehr wesentliche, auf jeden Fall wesentlich im Hinblick auf den russischen Blick auf diese Problematik. Wäre es möglich, dass auch Deutschland das halbe Jahr seiner Präsidentschaft darauf verwendet, im Hinblick auf die Zusammensetzung dieser Teams auf eine Ausgewogenheit zu achten, um klarzumachen, durch dieses Eingreifen, dass man hier bemüht ist, sozusagen in dem Sammeln von Empirika on the ground ein Mindestmaß an Objektivität zu ermöglichen. Danke. Von den vielen, die jetzt Fragen stellen wollten, nehme ich erstmal nur die nächsten zwei, sonst wird das einfach eine Stopfgans. Das ist Henning und dann Reinhard. Ach so, Kultur des Friedens, ich war auch für die OSZE tätig. Damals hieß es, übersetzt im Bosnienkrieg, Organization to Secure Clinton Elections. Und
Ich war jetzt im Mittelmeer letzte Woche auf dem Weg der Flüchtlinge aus den vielen Ländern und habe überall die NATO-Stützpunkte gesehen. Im Mittelmeer kommen heute, gestern noch waren wir in Kreta, in Chania. Jede Minute ist da ein Flugzeug hochgegangen. Meine Frage zielt in die Richtung. Sie sind ja ein Vertreter auch der Politik von Willy Brandt. Und der ganze Konflikt reicht nicht aus, sich an dem Papier abzuarbeiten, finde ich. Das ist, was wir hier vorliegen haben. Heute in der Konferenz können wir etwas kommentieren. Es ist ja der Geist, der dahinter steht, die Gefahr, dass der Kalte Krieg zurückkommt. Und die Ukraine war ja nur das Zerrkind, wie beim kausalischen Kreidekreis. Man braucht, wer hat es? Ja? Und jeder zieht in beide Seiten. Aber die Philosophie dahinter ist viel wichtiger. Und deswegen geht die Frage an Sie. Der Willy Brandt hat mal gesagt, wir müssen den Frieden gewinnen, nicht den Krieg. Wenn ich die vielen Militärbasen sehe, die Aktivitäten, habe ich den Eindruck, dass der Geist der Kooperation hinter dem der Konfrontation weit zurückfällt. Sie sind Sonderbeauftragter der Regierung. Deutschland spielt eine ganz wichtige Rolle, geht die Waagschale mehr in die Konfrontation. Die Oststaaten haben Probleme mit Russland mehr als die im Westen. Und wird Deutschland ein größeres Gewicht spielen, auch durch Ihre Person? Was ich vermisse, und das ist die Frage, gesellschaftliche Aktivitäten, die diesen Geist beleben. So ein Papier kenne ich 100-mal, Roadmap für Israel, 50 Jahre, wir sind nicht weitergekommen. Wenn wir nicht diese Aktivitäten entwickeln, die weit hinausgehen, der Städtepartner, frage ich Sie, was finden Sie ist notwendig, dass man die Außenpolitik vergesellschaftet, dass ein Klima zwischen den Akteuren, wie hier schon ist, und nicht da Punkte hinmacht in Minsk, sondern dass wir eine Stimmung schaffen, dass wir so weit dahin kommen, wie Gorbatschow auch schon mal war mit seiner Politik der Verständigung und Willy Brandt. Und da würden mich Ihre Vorschläge, Ihre Strategien interessieren, das Klima dazu zu schaffen in der Gesellschaft. Okay, dann jetzt noch Reinhard Lauterbach und dann gehe ich weiter in der ursprünglichen Redeliste. Ja, Reinhard Lauterbach, Osteuropa-Korrespondent der Jungen Welt. Eine Frage an eigentlich alle drei Referenten hier, aber natürlich auch an Gernot Erler. Wenn wir uns beklagen darüber, dass an der Minsk-Front so wenig Fortschritt zu verzeichnen ist, und das war ja eigentlich der gemeinsame Tenor in allen Beiträgen und die positive Note hast dann du, Christiane, reingebracht, als du gesagt hast, immerhin hat niemand Minsk öffentlich hier begraben. Dann möchte ich mal fragen, liegt vielleicht dieses Herumkrebsen in erster Linie an einem, der in Minsk nicht dabei gewesen ist, und das dürfte kein Zufall gewesen sein, nämlich den USA, die ganz offensichtlich sich von keinen Kompromissen, die die Europäer mit Russland ausgehandelt haben, die Hände binden lassen wollten und sich deswegen aus dieser Sache herausgehalten haben, um eben den Minsk-Prozess bei beliebiger Gelegenheit torpedieren zu können. Die Frage zugespitzt also, muss Minsk nicht eigentlich gegen die USA durchgesetzt werden? So, danke schön. Dann kann jetzt erstmal Herr Ahler antworten und auf die. Also erst antwortet Herr Ahler und dann kurz unsere anderen beiden Referierenden, die noch hier am Tisch sitzen. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich will als erstes auf Herrn Becker zu sprechen kommen und auf die Berichte der Special Monitoring Mission. Es ist tatsächlich so, dass die ganze OSZE ein Konsensbetrieb ist. Das heißt, alles muss immer von allen Mitgliedstaaten, und das sind immerhin 57, akzeptiert werden. Und die passen schon sehr genau auf, was da passiert. Und deswegen ist es völlig klar, dass die SMM nur Dinge berichten kann, die wirklich verifiziert sind, wo also Evidenz vorliegt. Und natürlich haben wir auch andere Berichte, ja, aber das sind jetzt dann nicht die offiziellen, nicht? Wo Beobachtungen geschildert werden. Natürlich erfahren wir so etwas. Aber was offiziell ist, das muss belegbar sein. Sonst kriegt man sofort mit mehreren Mitgliedstaaten oder Teilnehmerstaaten der OSZE Probleme. Und an dieses Prinzip muss sich die OSZE in allen Bereichen halten, an dieses Konsensprinzip, was also auch die Tätigkeitsmöglichkeiten der OSZE beschränkt, ist gar keine Frage. Aber das ist sozusagen Gründungsakt, dieses Konsensprinzip. Und das macht die Arbeit auch ziemlich intensiv. Was die Verrechtlichungsidee angeht, sind wir völlig dahinter sozusagen. Die OSZE ist keine internationale Rechtspersönlichkeit, wie das vielleicht die Vereinten Nationen sind oder
andere. Das schränkt auch wieder ihre Möglichkeiten ein. Aber da gilt natürlich auch wieder das Konsensprinzip. Also wenn man das ändern will, und Sie haben zwei wichtige Kontrahenten hier in diesem Kontext genannt, dann braucht man eben die Zustimmung von 57. Ja, anders geht es nicht. Und wir haben nicht den Eindruck, dass wir in unserem Vorsitz hier da den Durchbruch bei dieser Frage der Rechtspersönlichkeit erringen will, obwohl wir uns darum bemühen. Wir führen dazu Gespräche. Dann hat Herr Kachel gefragt, wie das mit der Ausgewogenheit der Besetzung ist. Also das ist ja unterschiedlich bewertbar. Ausgewogenheit könnte ja zum Beispiel heißen, dass ein Staat wie Amerika seiner Größe entsprechend hier vertreten sein muss oder ein Staat wie Russland. Das wird ganz schwer möglich sein, so etwas zu machen und würde wahrscheinlich auch zu eher nicht überzeugenden Strukturen führen. Deswegen funktioniert das Ganze so, dass freiwillig die Staaten, die Teilnehmerstaaten, eben entsprechend gut ausgebildete, mit den geeigneten und notwendigen Voraussetzungen ausgestattete Beobachter entsenden und dabei darauf geachtet wird, eben, dass bei den einzelnen Missionszusammensetzungen tatsächlich sich das Spektrum jeweils wiederbildet. Sicherlich nicht in irgendeinem Verhältnis, ja, wie Sie es angesprochen haben, aber also ich will Ihnen nur mal Zahlen nennen. Nicht? Ich sagte, wir haben jetzt ungefähr die Grenze zwischen 700 und 800 erreicht, 580 davon in den östlichen Gebieten. Deutschland entsendet zurzeit 37 Beobachter, Russland 36. Ja? Das heißt, es ist dafür gesorgt, dass russische Beobachter dabei sind. Die sind also auch bei jeder wichtigen Mission eben auch vertreten, wie auch Deutsche. Und ich könnte jetzt andere Länder noch nennen, das geht dann runter bis zu ein oder gar kein Teilnehmer, den die Länder stellen. Wir haben natürlich überhaupt gar keine Druckmöglichkeiten, auf bestimmte Länder hier Beobachter zu stellen. Bei uns ist das eine Angelegenheit des ZIF, des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Die sind dafür vorbereitet und total kompetent, also dafür zu sorgen, dass nur wirklich entsprechend geschulte, auch militärisch geschulte, es geht ja zum Beispiel um Identifizierung von Waffensystemen und so weiter, dahin gelangen. Und Sie sehen, dass das ein unglaublich komplizierter Prozess ist. Eigentlich ist die Obergrenze bei 1000 ja, beschlossen worden und es hat also Jahre gedauert, bis jetzt diese Zahl überhaupt erreicht ist. Dann möchte ich als Vorletztes zu Herrn Lauterbach sagen, also ich weiß nicht, woher immer diese Informationen kommen, dass die Vereinigten Staaten hier so einen großen Einfluss auf diesen ganzen Prozess haben. Mein Eindruck ist ein völlig anderer. Also Sie haben das auch angedeutet. Die Vereinigten Staaten haben bei diesem ganzen Ukraine-Konflikt von vornherein es sehr begrüßt und auch genutzt, dass die Europäer gesagt haben, zunächst einmal ist es eine europäische Angelegenheit. Und ich meine, wenn man sieht, ist ja schon erstaunlich, das Normandie-Format anguckt, da sind zwei europäische Länder dabei, Deutschland und Frankreich und dann eben Ukraine und Russland. Und da spielt die Musik, in dem Normandie-Prozess spielt die Musik. Und die Vereinigten Staaten, die sowieso Pivot to Asia und so weiter sich reorientieren, was ihre Schwerpunkte angeht, was Obama ausdrücklich gemacht hat in andere Weltregionen, sind im Grunde genommen heilfroh gewesen, dass hier die Europäer gesagt haben, okay, wir versuchen mal, das mit unseren eigenen Fähigkeiten, nicht, im Sinne einer politischen Lösung zu machen. Insofern also läuft meines Erachtens diese Aufforderung, Minsk gegen die USA durchzudrücken, ins Leere. Auch wenn Sie ins Detail gucken, nicht, haben die Vereinigten Staaten sich bemüht, hier sozusagen parallel zu den europäischen Entscheidungen sich zu verhalten. Bei dem ganzen Maßnahmenkatalog einschließlich der Sanktionen kann ich nachweisen, nicht, dass jedes Mal, wenn die Europäer was beschlossen haben, zum Beispiel einzelne Personen zu listen und zu sagen, die haben jetzt was Verantwortung zu verantworten in dem Prozess mit der Krim, dann kamen die auf die Liste, dann haben die Amerikaner genau dasselbe gemacht, dann haben die eine Liste aufgemacht und so weiter. Ich will nicht weiter ins Detail gehen, also mit dem Gedanken oder dem Vorschlag, Minsk müsste gegen die USA durchgesetzt werden, kann ich überhaupt nichts anfangen. Zum Schluss will ich die Frage von Ihnen aufwerfen. Es ist meines Erachtens im Augenblick so,
dass wir etwas verteidigen müssen und dass wir gar nicht die Kraft haben, ja, jetzt zu neuen Ufern im Augenblick auszubrechen. Wir haben diese Verletzung von Prinzipien und Regeln, die ganz Europa anerkannt werden. Und wir haben einen Vertrauensverlust, darüber ist hier auch heute schon ziemlich intensiv gesprochen worden. Und jetzt ist die Frage, was lässt sich denn in diesem Kontext eigentlich noch aufrechterhalten? Also ich bin zum Beispiel froh, dass die Arbeit in den 100, von denen 80 wirklich aktiv sind, Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Russland weitergeht. Ich bin froh, dass wir auch übrigens mit Mitteln des Auswärtigen Amtes der Austausch der Zivilgesellschaft noch intensiviert haben. Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, 14 Millionen zusätzlich zu den bisherigen Programmen zur Verfügung zu stellen, wo jetzt auch Russland einbezogen worden ist, Kontakte mit der Zivilgesellschaft, aber natürlich auch mit der Ukraine. Wir sind also dabei zu verhindern, dass die politische Krise in diesem Konflikt durchschlägt auf alle gesellschaftlichen Ebenen. Aber das ist eben nicht ein Aufbruch, vergleichbar mit Willy Brandts Ost- und Entspannungspolitik nach vorne, sondern es ist ein mühsames Alltagsgeschäft, aufzupassen, dass jetzt nicht alles eingerissen wird bei dieser Gelegenheit. Und ich meine, der Petersburger Dialog ist für anderthalb Jahre unterbrochen worden. Ich bin froh, dass er jetzt wieder stattfindet und dass wir substanzielle Gespräche da mit den russischen Kollegen wieder führen. Es war halt ein Reflex, nicht, dass überall plötzlich Gesprächskanäle zugemacht worden sind. Man kann darüber nachdenken, ob das überhaupt Sinn macht. Wozu haben wir eigentlich den NATO-Russland-Rat, wenn er im Falle einer Krise plötzlich aufhört zu arbeiten? Der müsste doch gerade im Falle einer Krise arbeiten. Es war der deutsche Außenminister, der das deutlich gemacht hat und gesagt hat, ich erwarte nicht von Deutschland aus, dass es wieder Treffen gibt. Am 24. April hat der NATO-Russland-Rat wieder getagt und es ist vorgesehen, dass bis zu dem Warschauer NATO-Gipfel ein weiteres Treffen stattfindet. Das war deutsche Initiative. Also leider sind wir da in der Defensive im Augenblick. Und vielleicht ergibt sich, wenn wir diese Krise wirklich politisch gelöst haben, was wir uns sehr wünschen, dann auch die Gelegenheit, mal über neue Perspektiven nachzudenken. Da sind wir gerne bereit, zum Beispiel auf Medvedevs Ansatz einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur zu sprechen zu kommen. Deutschland hat schon unterstützt die Idee, dass die EU Kontakt aufnimmt mit der Eurasischen Wirtschaftsunion. Ja, was ja ein Pendant zur EU aus russischer Sicht werden soll. Also wir sind da für die Dialogoffenheit und betreiben das ganz konkret. Ich war vor kurzem in Moskau und habe die Kommission der Eurasischen Wirtschaftsunion besucht und habe erfahren, dass man dort bereit ist dazu. Dann sollten wir es auch tun. Aber wie gesagt, der ganz große Aufbruch, der ist im Augenblick nicht ganz passend zur Situation. Danke. Bevor ich die Frage von Reinhard Lauterbach, Rolle der USA in diesem ganzen Konflikt, an die beiden Referierenden noch mal weitergehe, lese ich Ihnen jetzt einfach mal kurz die Redeliste vor, wie ich sie mir notiert habe. Wir haben natürlich, kommt noch da rein, Entschuldigung, wir haben eine quotierte Redeliste. Ich würde mich sehr freuen, wenn noch Kolleginnen, die hier anwesend sind, sich auch an der Debatte beteiligen werden. Es steht jetzt drauf, Stine Kaiser, Leo Gabriel, Michael Glautsch, Alexander Rahr, der Kollege hier von RT Deutsch, Jochen Scholz, Marius van der Meer, dann. Ich verstehe das so nicht, ich bin schwierig. Und Sie dann, also die beiden noch. Nur, dass Sie auch wissen, dass Sie sich ein bisschen darauf einstellen können, alle, dass es schön wäre, wenn noch alle, die Interesse haben, rankämen. Stine. Ach so, Entschuldigung, ja, nee, erst hier die Antworten auf die Frage. Es ist die Frage gestellt worden von Reinhard Lauterbach, Journalist und Autor, nach der Rolle der USA, wie Sie die einschätzen in dem ganzen Ukraine-Konflikt. Also muss Minsk II gegen die USA durchgesetzt werden oder würden Sie sich eher eine aktive Rolle der USA wünschen? Oder so. Bist du? Oleg, na gut, dann fangen Sie an. Ja. Die Vereinigten Staaten sind eines der wenigen Länder, die es sich leisten können, in jeder Situation in ihrem nationalen Interesse zu handeln, so wie sie, also die Vereinigten Staaten, ihre nationalen Interessen verstehen.
Da sich die Situation in der Welt verändert, verändern sich auch die nationalen Interessen der USA. Während die USA in einer ersten Phase beispielsweise an einer Entwicklung interessiert waren, zum Beispiel dem Minsker Prozess, so haben sich dann ihre Interessen verändert. Ich erkläre das ganz einfach. Für die Ukraine ist das kleinste Subjekt, Objekt dieses Konfliktes, also das Gesamtbild des Konfliktes, die Ukraine, der Donbass, Russland und die Vermittler. Aus Sicht der USA hingegen ist es eine Art Brückenkopf, ein Teil des großen Weltbildes, wo ganz vorn der Syrien-Konflikt seinen Platz einnimmt. Kann die Ukraine hierbei zu Kleingeld werden? Sie kann. Während in der ersten Phase Viktoria Nuland Kiew zu dem Grundsatz ermutigte, den ich vorhin in meinem Vortrag schon angesprochen habe, nämlich die einseitige Umsetzung, also die Ablehnung von Verhandlungen mit Vertretern der abtrünnigen Gebiete, ist es nun so weit gekommen, dass Nuland Kiew dazu zwang, Verfassungsänderungen zu verabschieden. Die Kiewer Regierung war aber nicht in der Lage, dies umzusetzen. Das heißt, für eine gewisse Zeit bot Nuland Zuckerbrot an, für eine andere Zeit die Peitsche. Aber es bleibt dieselbe Nuland und es bleibt dieselbe Richtung in der Politik der USA. Es gab eine Zeit, da boten sie ohne jede Beratung und schon fast als Vorauszahlung Kredite an. Jetzt, bei jeder weiteren Milliarde, und einige Parlamentarier sind der Verstandes genug, ehrlich zuzugeben, dass die letzte Milliarde an Garantie, ich kann hier auch den Namen des Abgeordneten nennen, Mitglied der OSZE, Herr Ariev, der sagte, dass die letzte Milliarde von den Amerikanern gezahlt wird, wenn der Generalstaatsanwalt ausgewechselt wird. Ja, sind wir denn hier in Afrika? Das ist grauenhaft. Aber die USA sind konsequent und logisch. Sie arbeiten mit der Elite, die sie haben. Diese Elite nun haben sie nach dem Maidan bekommen, also arbeiten sie mit ihr und kämpfen dabei um ihre nationalen Interessen. In diesem Raum, in dem der Donbass-Konflikt, der Minsker Prozess abläuft, gibt es eine gewisse Konkurrenz zwischen Deutschland und den Staaten. Nicht, weil sie miteinander abgesprochen haben, was dort aufgebaut wird, sondern sie sich objektiv überschneiden. Amerika möchte Deutschland in seinem Fahrwasser sehen, aber es gibt eben eine starke regionale Supermacht, Deutschland, das seine Interessen in diesem Raum verfolgt. Es ist klar, dass der Donbass und der Konflikt ein Schleifstein sind. Deutschland möchte zeigen, dass es in der Lage ist, in Europa alle Probleme zu lösen. Die USA werden sich freuen, wenn sich herausstellt, dass Deutschland nicht in der Lage war, einen lokalen Konflikt in Europa zu lösen. Ich gebe hier keine Bewertung ab, das ist ein Spiel. Oft sehen wir das zu ernst, in dem Sinne, dass wir irgendein konspiratives Weltbild schaffen. Nein, meine Herren, es ist das Gesetz des Dschungels eigentlich, wo die Raubtiere alle nach ihren Regeln leben. Und um zu überleben, müssen sie wissen, wie sich ihre Nachbarn verhalten. Sie verändern sich über lange Zeit nicht, diese Nachbarn. Es gibt keine zivilisatorische Auswahl. Es gibt keine geografische Auswahl eines jeden Landes, zwischen welchen Nachbarn es lebt und welche Interessen sich dort überschneiden. Das war jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander. Entschuldigen Sie das bitte. Aber wenn ich höre, dass Amerika für die Minsker Abkommen ist oder dagegen, Amerika möchte aus allem einen Vorteil ziehen. Deutschland möchte aus allem einen Vorteil ziehen. Das ist normal. Aber ich als Vertreter der Ukraine verstehe, dass alle einen Nutzen daraus ziehen können, auf Kosten der Ukraine. Das ist das, was ich in diesem Prozess verstehe. Niemand interessiert sich dafür, was wirklich in der Ukraine geschieht. Ich bin gegen diese Kredite, ich bin gegen die Besuche von Nuland, ich bin gegen die OSZE-Mission, ich bin gegen all das.
Denn egal, welche Regierung wir haben, und ich habe eine kategorisch negative Haltung zur Regierung, die Regierung muss selbst lernen. Die Gesellschaft muss selbst aus ihren Fehlern lernen. Und die Regierung muss selbst aus ihren Fehlern lernen. Eine Einmischung in diesen Konflikt heizt nur an. Denn ihre Diplomaten, die Deutschen, die Französischen, die Brüsseler und die Amerikanischen, jeder sendet irgendwelche Signale, die unsere Elite, die noch nicht flügge ist, als eine Andeutung versteht. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Was war mit Georgien geschehen? Der wahnsinnige Drogenabhängige Saakashvili 2008 schien es ihm, als hätten die USA ihm angedeutet, dass der Angriff auf Ossetien keine Folgen haben wird. Bitte schön. So, herzlichen Dank. Und Politik ohne Emotionalität geht erstens gar nicht und zweitens würde sie sterbenslangweilig sein. Also, Oleg hat das Wort und dann Stine. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, im April letzten Jahres fand der berühmte Besuch des US-Außenministers John Kerry in Sotschi statt. Er führte lange Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten, die sich über 2 Tage hinzogen. Zum Inhalt dieser Verhandlungen wurde nur sehr wenig gesagt, ein paar allgemeine Sätze darüber, dass es um die Wiederaufnahme der russisch-amerikanischen Beziehungen ging. Die einzige Frage, auf die Kerry ansprang, war, dass die USA dem Normandie-Format beitreten und an den Minsker Abkommen beteiligt sein würden. Das war also die wichtigste Frage, wegen der damals im April letzten Jahres der US-Außenminister für 2 Tage nach Sotschi geflogen kam. Er erhielt aber eine Absage. Gesagt wurde, dass es eine Sonderkommission gibt auf der Ebene des stellvertretenden Außenminister Russlands, Grigori Karasin, und der stellvertretenden US-Außenministerin Viktoria Nuland. Im Rahmen dieser Kommission, Karasin-Nuland, können Moskau und Washington direkt alle aktuellen Fragen besprechen, auch in Bezug auf die Umsetzung der Minsker Abkommen. Danach tauchte ein neues Format auf. Viktoria Nuland traf sich mit Präsident Putins Mitarbeiter Wladyslaw Surkow. Das erste Treffen fand im Januar dieses Jahres in Kaliningrad statt. Danach kam Nuland 2-mal nach Moskau, wo sie recht produktive Gespräche mit Surkow führte. Gegenstand dieser Gespräche war natürlich die Umsetzung der Minsker Abkommen und die Möglichkeit, dass Washington Einfluss auf Kiew ausübt für diese Umsetzung und Moskau entsprechend auf den Donbass. Wie wir im Ergebnis dieser Treffen sehen, ist Nuland nach diesen Ereignissen zwar noch einmal nach Kiew gekommen, hat aber schon nicht mehr an der Abstimmung in der Werchowna Rada teilgenommen, so wie sie das ein Jahr zuvor einige Male tat. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an die Bilder, als Nuland bei der Abstimmung am 31. August 2015 dabei war, als die Verfassungsänderung abgestimmt wurde. Wobei, das wiederhole ich noch einmal, diese Abstimmung simulativ war, weil sie nicht mit dem Donbass abgestimmt war. Das war die erste Lesung. Also am 31. August 2015 wurde in Anwesenheit von Nuland darüber abgestimmt. Wäre sie nicht vor Ort gewesen, wäre nicht über die Änderungen abgestimmt worden. Und nun sehen wir, dass die Treffen zwischen Nuland und Karasin fortgesetzt werden. Die Begegnungen zwischen ihr und Surkow sind auch nicht unterbrochen. Aber in der Werchowna Rada wurde Nuland nicht mehr gesehen. Die simulative Abstimmung über die Verfassungsänderungen in der 2. Lesung, für die man die verfassungsmäßige Mehrheit benötigt, also 300 Stimmen plus, fand nicht statt. Zu der Zeit, wo man das aber brauchte und wo US-Vizepräsident Biden zugegen war, konnten die Stimmen der Abgeordneten in der nötigen Anzahl und in kürzestmöglicher Zeit zusammengebracht werden. Daraus können wir durchaus die Schlussfolgerung ziehen, wie sehr Washington tatsächlich an der Umsetzung der Minsker Abkommen interessiert ist. Obwohl gleichzeitig Hillary Clinton als Kandidatin der Demokratischen Partei
die das Erbe von Barack Obama antreten soll, eigentlich am meisten daran interessiert sein sollte, dass die Minsker Abkommen umgesetzt werden. Denn wenn dies nicht geschieht und wenn der Krieg im Donbass nicht beendet wird, wer soll denn dafür dann die Verantwortung übernehmen? Der, der zugegeben hat, 5 Milliarden Dollar ausgegeben zu haben für den Euromaidan. Und wie wir uns erinnern, hat Nuland das auch direkt verkündet, und zwar noch 2014, wie viel Geld die USA ausgegeben hatten für die neue Orangene Revolution. Natürlich im Verlauf vieler Jahre, also nicht auf einmal. Dankeschön. Danke. Mein Vorschlag ist, wir nehmen jetzt erstmal 5 Fragen und dann nochmal 5 und versuchen das alles noch in der restlichen Zeit hinzukriegen. Und du beginnst, Dina, bitte. Ja, vielen Dank. Kerstin Kaiser, Leiterin der Filiale der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Moskau. Ich möchte mich bei den Referenten bedanken, insbesondere bei Herrn Bandarenko und bei Herrn Djangirov dafür, dass sie sehr konkrete Schritte zur Diskussion gestellt haben, wie in diesem Konflikt jetzt auch politisch weitergearbeitet werden könnte. Sehr konkrete, auch wenn sie widersprüchlich sein würden, wenn man das eine oder andere diskutiert, ganz klar. Aber ich bin deshalb dankbar dafür, weil ich finde, wir haben jetzt irgendwie 1,5 Jahre ununterbrochen ständig Bedingungen gehört, warum was nicht geht. Und man muss irgendwo eine negative Dynamik ja dadurch durchbrechen, dass man eine Handlung nicht mehr vollzieht, die man vielleicht automatisch in einer Spirale vollziehen würde. Also wir müssen irgendwo aufhören. Und mich interessiert jetzt auch an alle, die da vorne sitzen, diese konkreten Vorschläge im Parlament, in der Regierung, im Rahmen der internationalen Diplomatie, was sind die nächsten Orte, wo Sie, ihr mit diesen Vorschlägen umgeht? Wo können wir das diskutieren und wo wird man sich begegnen können? Also außer beim Petersburger Dialog im Juli in Petersburg, wo Herr Erler und ich uns wieder treffen, und aber auch im Parlament hier. Ich finde, das ist eine wichtige Frage, wo stellt ihr das zur Debatte? Und zwar deshalb meine zweite Frage, auch an alle, aber vorrangig an Herrn Erler, dem stelle ich die nicht zum ersten Mal. Es ist die Frage der humanitären Katastrophe im Osten der Ukraine. Es war für mich unvorstellbar vor 1,5 Jahren, dass die so lange andauern würde und dass die politischen Mächte derart normal mit diesem Dauerzustand dort umgehen. Wir arbeiten als Stiftung nicht mit Menschenrechtsorganisationen zusammen, wir arbeiten mit Künstlerinnen und Künstlern, Gewerkschaftern zusammen aus der Ostukraine, aus dem Raum Debaltseve, aber auch aus dem Donbass in den anderen Gebieten. Wir haben in unserem Leben persönliche Erfahrungen, auch mit Leuten, die dorthin fahren. Und ganz klar ist, dass diese Situation katastrophal ist und dass sie jeden Tag schlimmer wird. Und der Hass wird auch jeden Tag schlimmer, je länger dieser Zustand bleibt. Meine Frage ist also, gibt es im Rahmen der Gespräche so etwas wie den Plan einer konzertierten Aktion hinsichtlich der Lösung der humanitären Katastrophe? Verbindet sich natürlich mit der Frage, könnte das eine ernsthafte Aufgabenstellung auch noch sein in der Zeit, in der die Bundesrepublik Deutschland in der OSZE die Präsidentschaft hat? Dankeschön, Leo Gabriel. Mein Name ist Leo Gabriel, Journalist, Anthropologe aus Österreich, Zeit meines Lebens mit Konfliktregionen befasst, Lateinamerika und in letzter Zeit Syrien und auch die Ukraine, wo wir einige Komitees in Österreich, woher ich komme, gebildet haben. Ich möchte an die Frage meiner Vorrednerin anschließen, aber sie gleichzeitig auch etwas erweitern, nämlich nicht nur die Frage stellen, was soll die Politik als Profession tun, sondern was können wir alle als Zivilgesellschaft tun, um diesen Minsker Prozess voranzutreiben. Denn wenn ich etwas heute gelernt habe aus allen Interventionen, ist, dass die Großen
Und da meine ich nicht nur die USA und Russland und so weiter, sondern da meine ich auch Deutschland, die OSZE, die Europäische Union, muss man ja objektiv feststellen, nach dem, was ich gehört habe, nicht in der Lage sind oder nicht gewillt sind, ich will ja niemandem etwas unterstellen, diesen Minsker Prozess voranzutreiben, weil dieser Minsker Prozess hat ja einen Gegner. Und davon ist überhaupt noch nicht die Rede gewesen. In der Ukraine gibt es rechtsradikale Formierungen. Sie wissen, die, die hinter dem Maidan gestanden sind und dann aktiv geworden sind, die machen Kampagne gegen eine Polizei, die Journalisten verhaftet, nicht im Auftrag jetzt von Poroschenko, ich will niemandem etwas unterstellen, sondern eben aufgrund dieses Klimas, was kann getan werden, um diesen Rechtsradikalen entgegenzutreten. Und da glaube ich, hat die Politik, wie ich das jetzt gesehen habe, schon von vornherein verloren. Das heißt, es muss eine andere Kraft geben. Und diese andere Kraft, meiner Ansicht nach, wäre nur eine internationale Bewusstseinskampagne über darüber, was in der Ukraine tatsächlich vor sich führt, woher die Widerstände kommen, wo die Mörder sitzen und alles das. Und wirklich ein Netzwerk bilden, europaweit. Wir sprechen ja alle in Europa vom Aufstieg der Rechtsradikalen, bei uns in Österreich zum Beispiel oder sonst wo. Ja, warum sagen wir das nicht, was die Ukraine auch betrifft? Und warum machen wir da nicht eine Kampagne? Eine Kampagne, die etwa der Linkspartei sehr gut tun würde, auch was und die der Ukraine gut tun würde, dass sie das mehr ins Blickfeld richten. Und ich habe eine konkrete Frage auch noch in dem Zusammenhang an die Kollegen aus der Ukraine. Wir haben in dieser Kampagne, die wir gerade beginnen zu tun, von Österreich ausgehend, ein großes Problem, dass wir zwar Ansprechpartner in der Ostukraine haben, aber dass es sehr schwierig ist, einen friedenspolitischen Counterpart zu bekommen in der Westukraine, in Kiew. Gerade Sie haben davon gesprochen, von der Vielvölkerstaat und da gibt es ja verschiedene Strömungen. Warum ist das so? Ist das so, weil alle Angst haben? Ist das wirklich, wie ich zuerst gesagt habe, der Faschismus, der bereits so weit gekommen ist, dass es niemand sich mehr traut in der Westukraine, unsere, sage ich jetzt, hier zur Sprache gekommenen Forderungen zu begreifen? Oder ist uns da etwas entgangen? Okay, jetzt ist das, danke Leo, jetzt ist das passiert, wo ich Angst vor hatte. Es knubbelt sich zum Ende gnadenlos und wir werden 10 Minuten vorher mit der Debatte Schluss machen, weil wir einfach auch noch eine politische Zusammenfassung oder politische Zusammenfassung ist zu viel gesagt, aber doch eine politische Substanz seitens der Linken hören will, was die jetzt nun aus dieser Debatte mitgenommen hat von André. So, es kommen jetzt Michael Glantsch und Alexandra. Also Michael Glantsch und Alexandra. Ja, danke. Michael Laubsch, Europavertreter des Ukraine-Komitees, auch aus Wien. Ich habe auch zwei Fragen an den von mir sehr geschätzten Gernot Erler. Gerade was das Thema angeht, das Spannungsfeld deutscher Außenpolitik innerhalb der EU, als auch was den OSZE-Vorsitz angeht. Erster Themenkomplex ist die Sanktionspolitik der EU. Hier möchte ich einerseits nennen die Sanktionen des Europäischen Rates gegen frühere Regierungsmitglieder von Janukowitsch,
die mittlerweile zum dritten Mal verlängert wurden, während gleichzeitig schon der Luxemburger Europäische Gerichtshof diese Sanktionen als rechtswidrig definiert hat in seinem Urteil. Trotz alledem hat der Europäische Rat, wo die Bundesregierung ja auch Mitglied ist, diese Sanktionen wiederum verlängert. Da würde ich gerne Gernot Erler um eine Einschätzung bitten, gerade auch, was er eben gesagt hat. Ich war auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hatte gerade bezüglich der Sanktionspolitik der EU mit einigen EU-Außenministern gesprochen. Zwei davon haben mir zumindest informell gesagt, na ja, wir sind auch gegen diese Sanktionen, aber Washington hat es uns so aufgetragen. Zweite Sache, auch was die Sanktionen angeht und OSZE. Wir wissen ja alle, dass aufgrund der Verletzungen von Minsk-Vereinbarungen auch viele Personen auf der Sanktionsliste stehen. Wie steht die Bundesregierung dazu, auch ukrainische Personen auf die Sanktionsliste zu nehmen, die nachweislich auch für die Verletzung der Minsk-Protokolle in der Ostukraine verantwortlich sind? Es sind mittlerweile genügend Personen namentlich bekannt vom rechten Sektor in der Ukraine, die meines Wissens nach nicht auf einer Sanktionsliste stehen. Und letzter Punkt, gerade letzte Woche ist ein neuer UN-Menschenrechtsbericht Ukraine herausgekommen, der ein sehr schwarzes, düsteres Bild über die Menschenrechtspolitik in der Ukraine beschreibt. Verfolgung von Journalisten, Verfolgung von Oppositionellen, ein massives Defizit im Bereich Rule of Law. Wird die Bundesregierung als Vorsitzender der OSZE diesen Menschenrechtsbericht auch offiziell in den OSZE-Gremien kommentieren? Danke. Und Alexander Rahr. Ja, Alexander Rahr, Kollege von Gernot Erler im Petersburger Dialog. Gernot, ich glaube, dass Minsk II trotzdem als großer Erfolg gezählt werden muss, historisch, weil 2015 ein großer europäischer Krieg gestoppt und verhindert worden ist. Das darf man auch, denke ich, nicht vergessen. Und ich kann mich an die Zeit 2014, 2015 erinnern, da schrieben wir im Westen auch nach einem neuen Narrativ. Und sowohl im Kanzleramt als auch im Auswärtigen Amt, auch in anderen Staaten wurde darüber gesprochen, dass der Westen auch Fehler gemacht hat in Bezug auf die Ukraine, die man nicht vor die Wahl stellen sollte, Ost oder West. Und Russland wollte damals Novorossiya. Das ist, die Idee ist gescheitert, die gibt es nicht mehr. Also es gibt auch viel Positives im Sinn. Wir haben gemeinsam nach einem gemeinsamen Narrativ gesucht, wie man auch aus dem Konflikt herauskommt. Meine Frage an dich, wie siehst du die europäische Sicherheit in einigen Jahren? Muss man die europäische Sicherheitsarchitektur reparieren, wie das, was aus meiner Sicht, glaube ich, notwendig ist, oder sollte man sie bestätigen? Also zurück zum Status quo vor 2014, also NATO und EU, als die beiden wichtigsten Säulen Europas stärken, eben mit Russland versuchen, eine Partnerschaft einzugehen, oder, und jetzt komme ich zu dem Satz, der hier noch nicht gesagt worden ist, zu versuchen, einen gemeinsamen europäischen Raum von Vladivostok und Lissabon, eben diese Medvedev-Initiative, die du erwähnt hast, zu machen, diese Verbindung zur Eurasischen Union einzugehen, um nicht jetzt dazustehen und zu sagen, wir können das alles nicht machen, wie du das gesagt hast, weil es keinen Konsens in der OSZE dafür gibt, sondern um zu sagen, wir müssen das machen, um endlich in einen Dialog mit den Russen zu machen. Ansonsten stehen wir vor einem noch größeren Scherbehaufen und riskieren, die europäische Sicherheitsarchitektur zu verlieren. Danke. Dankeschön. Ich möchte gern mit Ihnen kurz ein Stimmungsbild machen, ob wir eine Viertelstunde länger machen können. Dann könnte ich nämlich noch die letzten 5 Wortmeldungen rannehmen. Und alle, einschließlich André, mit dem Schlusswort würden dann hier vorne zu Wort kommen. Ist Ihnen das recht? Ich sehe keinen erbitterten Widerspruch. Dann gehen wir jetzt weiter mit dem Kollegen RT Deutsch. Ne? Malte Danell-Juck von RT Deutsch. Ich versuche nochmal Bezug zu nehmen auf das, was die Referenten aus der Ukraine und Russland mitgebracht haben, also was Jewgen Kopatko und Oleg Bondarenko gesagt haben, aber auch Dmitri Djangirov, ist ja, dass diejenigen, die die Umsetzung von Minsk II blockieren, ganz klar die ukrainische Regierung ist. Und ich finde, auch im öffentlichen und im politischen Umgang
wäre das ja vielleicht mal ein Ausgangspunkt, der auch große sicherheitspolitische Folgen hat und in Bezug auf die Sanktionsdebatten wichtig ist, das überhaupt mal auch von Seiten der Bundesregierung festzustellen, dass, so wie die Konstellation zurzeit ist, die Regierung in Kiew keinerlei Interesse daran hat, Minsk II umzusetzen und dass es für diese Umsetzung auch überhaupt keine parlamentarische Mehrheit gibt. Insofern würde ich sagen, da ist ja so eine gewisse Sackgasse, die dann Auswirkungen auf die Sicherheitsarchitektur hat. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt aus der Anhörung mitnehme. Danke. Danke. Und das war, ich will jetzt keine Zensuren verteilen, ne? Unter dem Zeitdruck ist angenehm, wenn nur eine Frage gestellt wird, so wie Sie das gemacht haben, eine Frage, dann gibt es darauf eine Antwort. Jochen Scholz, bitte. Ja, als ehemaliger Luftwaffenoffizier hat man eine Denkweise und eine Sichtweise auf die Dinge, die von oben auf die Dinge schaut, nicht? Also man hat das Ganze im Blick und das begrüße ich also zum einen die sehr konstruktiven Vorschläge, die ja auch von ukrainischer Seite in die Diskussion gebracht worden sind. Aber mein Adressat als Bürger dieses Landes ist natürlich die Bundesregierung und da Herr Erlan nur der einzige Vertreter der Bundesregierung ist, muss er sich das halt anziehen und anhören. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir aus dieser Krise, die enorm wichtig ist für die Frage von Krieg und Frieden in Europa, nicht herausfinden, wenn die deutsche Außenpolitik nach wie vor so tut, als ob es eine Interessenidentität zwischen den Vereinigten Staaten und Europa gäbe. Diese Interessenidentität ist seit 1990 zu Ende. Und dafür gibt es Belege, nicht erst in letzter Zeit, wenn der Vizepräsident der Vereinigten Staaten öffentlich äußert, dass sie die Europäer zu den Sanktionen pressen musste. Und das ist ja nachhörbar und nachlesbar, sein Vortrag an der Kennedy School. Wenn eine Victoria Nuland diese berühmte Äußerung gemacht hat, die damals abgehört worden ist, die ich hier nicht wiederholen möchte, die aber jeder kennt, und wenn zum Beispiel Willy Wimmer neulich in einem Gespräch sagt, ja, Sie zucken mit den Schultern, Willy Wimmer in einem Gespräch erzählt, wie die Debatten nach 1990 zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten liefen und er auf ein Gespräch mit einem ehemaligen Botschafter der USA zitiert, der sagt, ja, bisher im Kalten Krieg haben wir uns abgestimmt. In fast allen Fällen in der Außenpolitik. Aber das ist jetzt zu Ende. Und der letzte Punkt oder das letzte Beispiel, was ja auch allen bekannt ist, wenn in einem offiziösen privaten Nachrichtendienst Stratfor, dessen Leiter in einem großen Vortrag erzählt, es sei Politik der Vereinigten Staaten seit längerer Zeit gewesen, ein Zusammengehen von Deutschland und Russland zu verhindern. Da muss man doch daraus als deutsche Außenpolitik Konsequenzen ziehen und seine eigenen Interessen definieren und nicht so tun, als wenn es den Westen noch gäbe. Dankeschön. Danke, Helmut Scholz. Marius von der Meer. Ja, ich habe eine ganz kurze, konkrete Frage an Herrn Gernot Erler noch einmal. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung der konkreten OSZE. Beobachtermission in der Ukraine, die 580 insbesondere in der Ostukraine, etwas irritiert und nachfragen möchte ich, was es bedeutet, wenn Sie gesagt haben, dass 80% der Behinderungen in der Ostukraine OSZE-Beobachtermission auf Kosten der Volksrepubliken gehen würden. Ich würde das gerne etwas konkreter beleuchtet haben, denn es ist dort bekanntlich militärisch eine sehr schwierige Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass manche sogenannte Behinderung ja auch durch die militärische Bedrohung in dem Feld zu begründen wäre. Aber vielleicht können Sie die Zahlen etwas untersetzen. Was hat die OSZE in der Ostukraine untersucht? Was hat sie auf Seiten der Kiewer Truppen untersucht, wo wurde sie dort hingelassen und wo wurde sie behindert? Danke. Danke. Dann Gregor Janis.
Der Haris Grigoriadis, Junior Professor für Wirtschaft Osteuropas an der Freien Universität Berlin. Eine sehr konkrete Frage auch. Meines Erachtens hat der Protokoll Minsk II ein Problem der Durchsetzbarkeit. Ich bin ein Ökonom und sowohl aus Spieltheoretischen als auch aus vertragstheoretischen Perspektive ist die mittel- bzw. kurzfristige Ausrichtung des Protokolls sehr problematisch, weil sie keine Möglichkeit hat, die Seite des Konfliktes zu einer glaubwürdigen Verpflichtung zu verpflichten eigentlich. Sie hat keine Durchsetzbarkeit, weil die mittel- bzw. kurzfristige Einstellung und Ausrichtung des Protokolls nicht geeignet dafür ist, dass die Seiten langfristig sich zu einer Lösung verpflichtet sind. Und deshalb, das heißt, niemand, zum Beispiel die Ukraine, ja, und jede von beiden Seiten hat ein Interesse daran, dass einen Status quo zu erreichen, das für sie geeignet ist. Deshalb kann wirklich kann es keinen Stillstand, keinen Waffenstand ergeben. Und die Frage ist jetzt, wie denken Sie, und das geht an alle Referierenden, wie denken Sie darüber nach, eine langfristige Vision, einen langfristigen Vertrag zu schaffen? Was gibt es, ist das jetzt möglich? Gibt es eine gemeinsame Einstellung, wie die künftige Ukraine in 10 Jahren aussehen sollte? Mit Donbass und Lugansk oder ohne? Mit einem anerkannten Krim oder in dem heutigen Status des Frozen Konflikts? Und ich muss sagen, dass wenn Minsk II nicht mit einem langfristigen Version ersetzt wird, dann wir gehen direkt zu einem Frozen Konflikt. Vielen Dank. Dankeschön. Und als letzter Herr Heckmann. Heckmann. Herr Wich-Rogemann, Freie Universität Berlin. Ganz eindrucksvoll haben uns die Expertenreferenten klargemacht, dass es keinen Dialog zwischen der Kiewer Regierung und den Volksrepubliken gibt bisher. Die zentrale Voraussetzung dafür, dass Minsk überhaupt ernsthaft in Vollzug kommt, ist doch aber wohl ein solcher permanenter Dialog. Und den Hebel dazu muss man weder in den USA noch sonst wo suchen, sondern den hat die Bundesregierung meiner Ansicht nach selbst in der Hand. Die Ukraine ist wirtschaftlich bankrott. Jeder Sachkenner erklärt uns, dass die Reparatur des ökonomischen Verhältnisses der Ukraine zu Russland absolut notwendig für die künftige Stabilisierung der Ukraine ist. Diesen ökonomischen Hebel kann die Bundesregierung jederzeit angemessen und zielführend nutzen, um solche direkten Gespräche als einen permanenten Konferenzzustand einzuführen. Anders gibt es überhaupt keine Erfolgschance für Minsk. Danke. Dankeschön. Jetzt haben wir eine Fülle von Fragen. Ich habe die mir alle, so gut ich das kann, notiert und werde ein bisschen darauf achten, dass möglichst sie beantwortet werden. Ich finde, wir fangen an mit Dmitri Djangirov, wenn Ihnen das recht ist, Herr Djangirov, dass Sie als Erster die Fragen, die Sie gern auf sich beziehen möchten, beantworten. Und dann mache ich immer Häkchen, was schon beantwortet ist. Ich werde versuchen, eine Antwort auf einige Fragen zu geben, obwohl ich schon anmerken muss, dass leider viele Fragen und auch Ausführungen der Experten hier keinen direkten Bezug zu den Themen unserer Diskussion haben. Aber das ist dann halt so. Fangen wir an mit den Minsker Abkommen. Ich habe nicht gesagt, dass die Regierung, die ukrainische Regierung, diese nicht umsetzt. Obwohl
es im Grunde genommen so ist. Aber ich habe die Frage anders formuliert und antworte auch jetzt auf die Frage mit einer Frage. Demokratie, sagen wir auf der Ebene des ukrainischen Parlaments, ist Demokratie gegeben, wenn die Abgeordneten so abstimmen, wie ihnen aus Washington oder Berlin gesagt wird? Oder wenn sie so abstimmen, wie sie es für nötig erachten, selbst wenn es keine vernünftige Entscheidung ist? Es gibt bestimmte Regeln. Man hat uns sehr lange den Gedanken aufgezwängt, dass die richtige demokratische Entscheidung die ist, die die europäische oder euroatlantische Wahl der Ukraine umsetzt. Als könne man die Ukraine einfach wegnehmen von ihrem angestammten geografischen Platz und irgendwohin nach Europa oder in den Atlantikraum versetzen. Nein, die Ukraine wird sich immer am selben Platz wiederfinden, zwischen Russland und dem Westen, egal was passiert. Einige Entscheidungen wurden als demokratisch betrachtet. Es gab eine proeuropäische demokratische Koalition und ihr gegenüber stand eine gewisse totalitäre, kommunentotalitäre, nun andere Meinung. Nun bitte, Sie haben, und das sage ich jetzt auch ganz bewusst, wenngleich ich natürlich weiß, wer auf der heutigen Konferenz vertreten ist, aber ich sage das bewusst an die Adresse des Westens. Sie haben eine prowestliche Koalition bekommen. Einen Keil zwischen die Europäer zu treiben, ist nun kein Platz mehr. Gerade in diesen Tagen werden wir ganz und gar Europäer sein. 6.500 Polizisten werden 100 Menschen absichern, die für die Rechte von schwulen Minderheiten, also für sexuelle Minderheiten, eintreten. Wir sind absolut Europäer geworden. Dann soll das Parlament aber auch abstimmen dürfen, wie es eben abstimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Druck auf einen Abgeordneten des deutschen Parlaments ausüben würde. Und wenn Sie der Ansicht sind, dass man Druck auf die ukrainischen Abgeordneten ausüben muss, so ist das eine mögliche Ansicht. Damit erkennen Sie an, dass es bislang keine Demokratie ist, keine prowestliche Koalition, sondern es sind Menschen, denen man noch irgendetwas beibringen muss, wie man mit Messer und Gabel isst, dass man sich im Parlament nicht rauft und nicht mit Schimpfwörtern belegt. Es ist dann wahrscheinlich ein Übergangsprozess, aber noch keine Demokratie. Legen Sie sich fest, wie schon Saint-Exupéry sagte, du bist für das verantwortlich, dass du dir vertraut gemacht hast. Dem ist nichts hinzuzufügen. Mich haben sie nicht gezähmt. Ich bin ihr Gegner. Ich verberge das auch nicht. Ich bin ein Europagegner. Ich habe keine Angst, das zu sagen. Aber ich finde, dass ich in Europa lebe. Ich lebe in der Ukraine, also in Europa. Und da muss man mir nicht erzählen, wie Europa sein soll. Das Gleiche trifft auf die Minsker Abkommen zu. Das Beste, was Sie tun können, ist zu sagen, am 1. Januar 2017 durch Ihr Parlament oder Ihre Kanzlerin, liebe Ukrainer, wir haben die Friedensmission nicht gemeistert. Entschuldigt bitte. Mit den Visa haben wir euch betrogen, mit der Freihandelszone haben wir euch betrogen, mit den versprochenen Begünstigungen haben wir euch betrogen. Hören Sie, alle Nationen sind gleich. Wir fordern doch nicht, dass Sie vor den Ukrainern Buße tun wie vor den Juden, aber tun Sie Buße für das, was Sie getan haben, für den Schaden, den Sie der Ukraine zugefügt haben, mit Ihren Versprechungen, mit Ihrer Politik, mit Ihren Fördergeldern und mit Ihrer Nachsicht gegenüber dem, was geschah. Beenden Sie diesen Prozess. So negativ ich auch der jetzigen Regierung gegenüber eingestellt bin, wenn dieser klar wird, dass hinter ihr weder Washington noch Brüssel noch Berlin steht, werden Sie wohl auf die Idee kommen, dass Ihnen nur ein Weg bleibt, der Weg des Dialoges mit den aufständischen Republiken. Und noch etwas. Nachdem Savchenko aus dem russischen Gefängnis freigelassen wurde, hat sie gesagt, dass sie bereit ist zu Verhandlungen. Also nachdem sie in Gefangenschaft war, im Gefängnis und im Kampf, ist sie bereit, Verhandlungen mit den Verantwortlichen in den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk zu führen. Direkte Verhandlungen. Und da muss man noch eins verstehen. Diejenigen, die richtig gekämpft haben, mit der Waffe in der Hand, die getötet haben oder von denen Freunde getötet
Boden, sind teilweise mehr bereit zu einem Frieden als diejenigen, die in ihren Büros sitzen, sich mit westlichen Diplomaten unterhalten und sagen, dass der Westen uns hilft. Der große russische Schriftsteller Bulgakov, also er ist Russe, aber aus Kiew, sagte Folgendes, das ist ein Satz aus den Betrachtungen seines Haupthelden in dem Werk Die Weiße Garde. Man sagt, dass die Verbündeten uns helfen werden. Die Verbündeten werden uns nicht helfen. Die Verbündeten sind Schurken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Dmitri Djangirov. Mein Vorschlag ist, dass jetzt Oleg Bondarenko einige Fragen beantwortet und dann sozusagen ein von deutscher Seite zwar wahrscheinlich sehr unterschiedlich, aber eine Reflexion erfolgt. Bitte. Спасибо большое за очень. Vielen Dank für die sehr genauen und typisch deutsch konkreten Fragen. In der Tat kann die jetzige Zusammensetzung der Верховная Рада nicht ausreichend Stimmen zusammentragen für eine Verfassungsänderung und für die Minsker Abkommen. Aber Neuwahlen, die innerhalb von 3 Monaten durchgeführt werden könnten, und eine neue Zusammensetzung der Верховная Рада im Ergebnis dieser Neuwahlen würden nach meiner bescheidenen Expertenmeinung ausreichend Stimmen für die Umsetzung der Minsker Abkommen gewährleisten. Denn bei diesen Wahlen wird der Oppositionsblock, wenn nicht auf Platz 1, so doch mindestens auf Platz 2 landen, also der Block, der an der Stelle der Partei der Regionen geblieben ist. In der Geschichte der Ukraine gab es so etwas schon einmal 2006 nach der ersten Orangenen Revolution von 2004. War es bei den Parlamentswahlen so, dass die Janukowitsch nahe Partei, nämlich die Partei der Regionen, einen ohrenbetäubenden Sieg davon trug. Ich möchte hier nicht mit einer sicheren Prognose aufwarten, aber ich bin absolut überzeugt, dass im Falle baldiger vorgezogener Parlamentswahlen der Oppositionsblock Platz 1 oder 2 einnimmt. Dann hat man auch 300 Stimmen für die Verfassungsänderungen in der Верховная Рада. Das ist eine Frage von 3 bis 6 Monaten. Zweitens, zu den Rechtsradikalen. Die Rechtsradikalen diktieren derzeit de facto die Tagesordnung der jetzigen Regierung. Poroschenko fürchtet sich nicht vor Viktoria Nuland. Poroschenko fürchtet sich nicht, Sie entschuldigen das, vor Angela Merkel. Poroschenko fürchtet sich vor den unbekannten Soldaten aus dem Azov-Bataillon und dem Aidar-Bataillon, die innerhalb weniger Stunden bis zur Präsidialverwaltung vordringen könnten, sie einnehmen und Poroschenko aufhängen könnten, als eine Variante. Leute, die durch den Donbass, durch den Krieg gegangen sind, sind dazu in der Lage. Den sogenannten Antiterror-Einsatz haben 500.000 Ukrainer miterlebt. Das ist eine riesige Zahl an Menschen an unseren und ihren Grenzen, die wissen, wie man mit der Waffe umgeht, die aus diesen Waffen auf Menschen geschossen haben und die jetzt nicht wissen, wohin sie gehen sollen, ob mit oder ohne Waffe. Mein naher Freund, der auch Dmitris Freund ist, Oles Buzina, ein bekannter ukrainischer Schriftsteller, wurde letztes Jahr umgebracht in Kiew. Niemand wurde dafür bestraft. Diejenigen, die man ins Gefängnis steckte, ließ man wieder frei. 2 Vertreter der nationalistischen, neonazistischen Bataillone der ukrainischen Neofaschisten, die aus der Zone des sogenannten Antiterror-Einsatzes zurückkehrten. Sie sind jetzt in Freiheit. Ein anderer Kollege von mir, Journalist Artyom Buzila, saß fast ein Jahr in Odessa ein, als Journalist, nur weil er an einem Rundtischgespräch wie dem heutigen hier teilnahm, das sich dem Thema, Achtung, Besonderheiten der bisarabischen nationalen und kulturellen Identität widmete. Das wurde vom Sicherheitsdienst der Ukraine ausgelegt als Separatismus. Er wurde verurteilt nach dem Artikel über Separatismus und saß ein Jahr im Gefängnis.
Drittens, wie kann die Ukraine in 10 Jahren aussehen? Natürlich wäre es wünschenswert, dass an der Stelle der Ukraine nicht eine Vielzahl von unverständlichen Volksrepubliken oder Antivolksrepubliken stehen wird. Ganz und gar nicht möchte man, dass an ihren und unseren Grenzen ein osteuropäisches Somalia entsteht. Die Ukraine. Das sind mehr als 40 Millionen Einwohner. Das ist in europäischen Maßen ein riesiges Land. Und es wäre sehr wünschenswert, dass dieses Land einheitlich bleibt. Damit es aber einheitlich bleiben kann, muss es eine Föderation werden, die die Meinung ihrer nationalen, ethnischen, religiösen, politischen und anderen Minderheiten berücksichtigt. Ohne das wird dieses Land seine Einheit nicht bewahren können. Und das wird ein großes Problem für uns alle. In den nächsten 10 Jahren wird die Krim kaum wieder Bestandteil der Ukraine werden. Aber wenn die Ukraine eine Föderation wird, wird zweifelsohne der Donbass wieder zur Ukraine zurückkehren. Viertens, wer könnte als direkter Verhandlungsführer aus Kiew auftreten? Der einzige Mensch, der diese Funktion erfüllt, ist Leonid Kutschma, ehemaliger Präsident der Ukraine. Er trifft sich regelmäßig im Rahmen der Minsker Kontaktgruppe mit Vertretern aus Donetsk und Lugansk, insbesondere mit dem Vorsitzenden des Volksrates der Volksrepublik Donetsk, Denis Puschilin. Sie haben Kontakt, sie sprechen miteinander, aber das ist zu wenig. Kutschma hat ein Problem. Er hat keinen offiziellen Status, der es ihm erlauben würde, politische Erklärungen abzugeben. Die Situation ist ganz einfach. Wenn seine Erklärungen der Position Kiews entsprechen, werden sie nicht dementiert. Wenn sie aber der Position Kiews nicht entsprechen, hört man auf einmal eine ganze Reihe von Expertenmeinungen darüber, dass er ja nur Ex-Präsident der Ukraine ist und nicht die offizielle Position von Poroschenko vertreten kann. Nur ein Sondervertreter von Poroschenko, der offiziell mit einem entsprechenden Status im Rahmen der Minsker Verhandlungen ausgestattet ist, kann einen direkten Dialog mit dem Donbass gewährleisten. Wenn dieser Sondervertreter Poroschenkos ein solches Mandat persönlich von Poroschenko erhält und das allen bekannt ist. Denn solche Leute wie Roman Besmertin und Wladimir Gubulin waren leider nur wenige Monate da und haben dann die Minsker Kontaktgruppe verlassen. Abschließend Folgendes. Natürlich müssen wir die Beziehungen wieder aufnehmen zwischen Russland und Europa und insbesondere zwischen Moskau und Berlin. Denn aus Moskauer Sicht, und das ist auch meine persönliche Sicht, gibt es keinen natürlicheren Verbündeten für Russland als Deutschland und kann es auch nicht geben. Auf der Ebene der gesellschaftspolitischen Beziehungen, auf der Ebene der wieder aufzunehmenden Kontakte zwischen dem Bundestag und der russischen Staatsduma sowie dem Föderationsrat, auf der Ebene der Medien müssen wir unbedingt unsere Beziehungen wieder aufnehmen. Russland ist Teil Europas, egal was gesagt wird. Anders wird es nicht sein. Wie einst der französische Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement sagte, die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland, die von zwei Weltkriegen unterbrochen wurden, müssen wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. Dankeschön. Danke, Oleg Bondarenko. Jetzt hat Herr Erler die undankbare Aufgabe, ein Riesenpacken wegzutragen, ohne einen Schnellsprechkurs uns allen aufzudrücken. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Ja, danke schön. Ich bin nicht in der Lage, auf alle Fragen, die Sie gestellt haben, jetzt hier noch in den verbleibenden 4 Minuten zu antworten. Ich habe mich deswegen entschlossen dazu, das im Grunde genommen ein Stück zusammenzufassen und also auch damit so eine Art Schlussbemerkung zu machen. Und ich will damit anfangen, dass ich ganz offen erklären möchte, dass ich mit einigem, was hier gesagt worden ist, Probleme habe und auch nicht einverstanden bin. Ich bin nicht damit einverstanden, dass jetzt so ein bisschen hier das Resümee entsteht, die Hauptverantwortlichen und die Haupthindernisse für einen Erfolg des Minsk-Prozesses seien die Ukrainer. Das ist eine Fortsetzung eines bestimmten Blame Games, was sich leider etabliert hat, an dem übrigens beide sich beteiligen, sowohl die Ukraine wie auch Russland, nämlich immer nur über den anderen zu sprechen, wenn es darum geht, wer die Verantwortung hat dafür, dass es nicht weitergeht, aber nicht über sich selber zu sprechen, sondern immer den anderen beschuldigen, an dem liegt es. Das hören wir von beiden Seiten. Was soll das?
Wie sollen wir da weiterkommen? Da kommen wir nicht weiter, nicht? Wenn nur gegenseitige Beschuldigungen sind. Und deswegen finde ich schade, wenn einige bei so einer Veranstaltung das dann für richtig halten, das fortzusetzen. Die Blockade kommt durch dieses Blame Game, nicht durch einen der Beteiligten, sondern durch dieses Blame Game. Und da müssen wir wegkommen. Und dann will ich auch sagen, dass ich nicht einverstanden bin mit dem, was hier auch von einem, der am Podium sitzt, aber auch von vielen Beteiligten hier aufgegriffen worden ist, dass also das Hauptproblem sei, direkte Verhandlungen zwischen Kiew und den Aufständischen oder Separatisten. Es gibt einen ständigen Prozess von Gesprächen in Minsk, in den vier Arbeitsgruppen zur Politik, zur Sicherheit, zur Wirtschaft, zu humanitären Fragen. Und da sitzen ja alle am Tisch. Da sitzen die Russen am Tisch, da sitzen die Ukrainer am Tisch und da sitzen auch die Vertreter eben von Luhansk und dann jetzt am Tisch. Und alles, was wir bisher, ich muss das nochmal wiederholen, einbringen konnten in diesen Normandie-Prozess, ist dort vorbereitet worden, in diesen direkten Gesprächen. Was soll also dann die Forderung, dass doch alleine bilateral Kiew und die Vertreter da der Ostukraine miteinander reden sollten? Sie reden miteinander, aber warum denn eigentlich alleine? Dahinter steckt, ich will das ganz deutlich sagen, die offizielle russische Position, die gerne möchte, dass die Europäer akzeptieren, dass Russland gar nicht Teil des Konfliktes ist, sondern eher Beobachter oder Mediator oder Monitor oder ich weiß nicht was, und dass das eine innerukrainische Auseinandersetzung ist. Und das ist eine Position, die Bundesrepublik, die Bundesregierung nun in keiner Weise teilt. Und ich meine, Russland hat ja auch anerkannt, dass es Teil dieses Konflikts ist, in dem es den Minsk-Prozess ja mitmacht und unterschrieben hat. Wir haben ja die Unterschrift des russischen Präsidenten auch unter diesen Vorgang. Also ich will nur sagen, das ist nicht unsere Position und da muss ich eben auch widersprechen, dass darin die Lösung besteht, dass man jetzt Russland aus der Verantwortung lässt. Das wird nicht passieren. Dazu gibt es auch keine Bereitschaft auf der europäischen Seite. Die absolute Prioritätensetzung im Augenblick ist die Beendigung der Kämpfe. Wir haben täglich Opfer, wir haben täglich Schießereien. Und da hat Russland eine Verantwortung, denn der Waffenstillstand wird nicht eingehalten und der Druck wird aber auch nicht ausgeübt, ihn einzuhalten. Und da gibt es die Verantwortung für den Rückzug der Waffen. Ich habe ja geschildert, sie sind zurückgezogen worden, wieder nach vorne gebracht worden. Und vorhin wurde gefragt, wie ist das mit dem Zugang der SMM? Es ist tatsächlich so, dass die zählen. Die zählen jedes Mal sozusagen, wenn ihnen ein Zugang verwehrt wird. Die SMM hat das Recht, diesen Rückzug der Waffen zu kontrollieren und die Storages, also die Bunker da, wo die hingebracht werden, zu inspizieren und zu gucken, was sind da für welche und woher kommen die. Und da ist es eben so, wenn die durchzählen, auf beiden Seiten wird das nicht korrekt gehandhabt, dann ist eben so, dass 80% der Verhinderung des Zugangs auf Seiten der Separatisten ist und 20% auf der Ukraine. Das ist einfach die objektiven Zahlen, danach wurde ja gefragt. Wir können niemanden zwingen bei diesem Minsk-Prozess. Das ist überhaupt nicht möglich. Diese Fähigkeiten hat weder die OSZE, noch hat sie Deutschland oder Frankreich oder die EU. Wir können niemanden zwingen. Wir können nur unsere guten Dienste anbieten. Übrigens zu den guten Diensten, Frau Kaiser, gehört auch, dass wir sehr, sehr viel machen bei der humanitären Hilfe. Ich habe jetzt überhaupt hier das Kapitel deutsche Unterstützung für die Ukraine auch im materiellen Bereich gar nicht ansprechen können aus Zeitgründen. Aber wir geben viele Millionen, nicht nur für die Stabilisierung der Situation in der Ukraine, sondern ganz ausdrücklich auch für humanitäre Hilfe. Das Problem ist bloß, dass vieles von der humanitären Hilfe, was aus dem Westen kommt, einfach nicht zugelassen wird. Die russischen Konvois, von denen es schon über 40 gegeben hat, ja, die kommen an. Aber die internationalen Hilfsorganisationen haben ganz große Probleme, überhaupt für den Zugang in die entsprechenden Separatistengebiete zu kriegen. Und das ist wirklich eine Tragödie, weil wir wissen aus vielen Berichten, wie die Situation da ist. Dann ist die letzte Frage im Grunde genommen die der Perspektiven für die Zukunft. Also nochmal, die absolute Priorität ist, dass die Kämpfe aufhören. Und dazu müssen eben die 13 Punkte von Minsk umgesetzt werden, sonst gibt es keine Chance, dass die aufhören. Aber natürlich haben wir die Pflicht, über den Tag hinaus zu denken. Und Alexander Rahr, ist der noch da? Ja, da bist du, ja. Hat diese Frage nochmal gestellt. Das ist in der Tat ein Problem.
dass das so aussieht, als im Augenblick die Tür für eine grundsätzliche Aufarbeitung, ja, dieser Sicherheitsprobleme und eine gemeinsame Diskussion über europäische Sicherheit versperrt ist. Versperrt ist durch die augenblickliche Situation. Und da klingt das sehr danach, dass tatsächlich Restauration, also Wiederherstellung, ja, von Prinzipien und Regeln erstmal auf der Tagesordnung ist. Ich glaube aber, dass wir eben versuchen müssen, vor allen Dingen auch mit Hilfe der Zivilgesellschaft, also nicht auf der Ebene der Regierungschefs, versuchen müssen, diesen Prozess über eine künftige europäische Friedensordnung voranzubringen. Und du weißt ja selber, es gibt da eine ganze Reihe von Gremien. Es ist doch gut, dass es eine Gruppe gibt, auch mit deutschen Unternehmern, die sich echt darum bemühen, diesen Kontakt EU-Eurasische Wirtschaftsunion voranzutreiben. Ich habe ja gesagt, dass ich mich selber da auch engagiere. Und das müssen wir vorbereiten, weil wir können nicht warten darauf, bis irgendwann wieder diese Prinzipien von allen Beteiligten akzeptiert werden und sagen, und dann ist der Weg erst frei. Wir müssen parallel auch versuchen, schon Strukturen für eine künftige Friedensordnung zu machen, auch wenn das im Augenblick schwierig ist. Letzter Satz. Ich will mit etwas Positivem hier abschließen. Ich habe Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten hier offen angesprochen, aber ich war doch positiv davon beeindruckt, dass alle hier, auch von den Sprechern, gesagt haben, Minsk ist unverzichtbar. Die Umsetzung von Minsk ist im Augenblick die einzige Chance, die wir haben, die Kämpfe zu beenden. Und da waren sich alle hier an dem Podium einig. Und das, finde ich, gibt auch ein bisschen Mut für die Zukunft und motiviert auch, sich weiter zu engagieren. Dankeschön, Herr Erler. Jetzt die Schlussreflexion von André Humko, die mich auch sehr interessiert, was der Veranstalter jetzt mitnimmt. Ja, vielen Dank. Also als wir vor einigen Wochen diese Veranstaltung geplant haben, war ich durchaus skeptisch, ob das funktioniert. Die Idee war ja, Experten aus der Ukraine, Blickwinkel Kiew, Blickwinkel Krim, Blickwinkel Moskau zusammenzubringen, um unterhalb der Ebene der direkten politischen Eingebundenseins sozusagen eine Reflexion hinzukriegen. Ich glaube, das hat im Kern funktioniert bei allen Detailfragen, die man da besprechen kann. Ich glaube auch, dass diese Anhörung heute zum einen ein gewisses Novum ist. Ich glaube, das hat es so in der Form noch im Parlament jetzt hier nicht gegeben und auch ein Bedürfnis zum Ausdruck bringt. Das entnehme ich jedenfalls auch der Resonanz. Was auf jeden Fall hängen bleibt, ist, glaube ich, die dringende Notwendigkeit, dass wir als Abgeordnete und als Öffentlichkeit auch in Deutschland einen genauen Blick einnehmen müssen und auch sozusagen die Voraussetzungen dafür bekommen müssen, dass es möglich ist, genau hinzuschauen, was tatsächlich passiert in Minsk und was Minsk II-Verhandlungen angeht und auch was die Situation vor Ort angeht. Wir haben leider die Situation, und ich spreche hier auch als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, der sich jetzt damit befasst hat, dass wir nicht nur in Bezug auf die Situation im Donbass zunehmend die Tendenz haben, dass die beteiligten Staaten, Parlamentarier, Journalisten, jeder, der sozusagen Öffentlichkeit herstellen kann dort und auch dieses Bild erzeugen kann, dass sie zunehmend Sanktionen ausgesetzt sind. Es ist bekannt, dass ich auch davon betroffen bin, so wie Wolfgang Gerke. Es ist meines Erachtens nicht so, dass in der Ukraine ein ernsthafter Dialog stattfindet zwischen den Vertretern von den sogenannten Volksrepubliken und Kiew. Das fängt ja schon mit der Terminierung an. Die Bundesregierung, das charakterisiert die Machthaber in der Ostukraine als Separatisten. Die ukrainische Regierung charakterisiert sie als Terroristen. Das macht einen Dialog unmöglich.
die Charakterisierung als Terroristen seit dem April 2014, seit dem Beginn der sogenannten Antiterroroperation. Da will ich nur darauf hinweisen. Also es ist ein Riesenproblem für die internationale Öffentlichkeit bei der Bedeutung, die dieser Konflikt hat, ein wirklich objektives Bild zu bekommen. Ich erinnere auch an die vielen Sanktionierungen, die jetzt in den letzten Wochen noch stattgefunden haben, bezüglich auch der Frage von Journalisten, die ein Einreiseverbot dort bekommen haben, bis hin zum Friedensnobelpreisträger Gorbatschow. Ich will kurz auch eine Sache sagen. Es gibt jetzt leider angestoßen, jedenfalls habe ich es wahrgenommen, von der Deutschen Stiftung für Wissenschaft und Politik ausgehend, den Vorschlag, Russland jetzt auch aus dem Europarat auszuschließen. Susan Stewart. Auch das ist fatal. Das wäre ein Bruch sozusagen, den wir de facto auf der parlamentarischen Ebene haben, dass wir im Augenblick keine parlamentarische Kommunikation haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss, Herr Erler, Ihre letzten Worte reizen, leider zum Widerspruch. Ich kann denn nicht wirklich reingehen, aber eine Sache möchte ich trotzdem sagen, was wir als Linke sehr kritisch sehen. Warum wird die Umsetzung von Minsk II und die Sanktionen gegen Russland miteinander konditioniert? Sie sagen, Russland ist mit Unterzeichnung des Normandie-Formats, ist Deutschland und Frankreich auch. Die Probleme sind vielschichtig, das haben wir andiskutieren können. Wir können darüber diskutieren, was ist der russische Anteil, was ist der Anteil der sogenannten Separatisten, was ist der Kiewer Anteil. Aber eine einseitige Konditionierung der Sanktionen gegenüber Russland, gegenüber einem Akteur dort, nur einem indirekten Akteur, das ist meines Erachtens eher kontraproduktiv als produktiv, und es ist, soweit ich weiß, auch eine ziemlich deutsche Idee gewesen. Ich finde auf jeden Fall, dass das Format, was wir hier gefunden haben, ein Erfolg ist, dass das fortgesetzt werden sollte. Wir können das auch nicht vollständig leisten. Das ist ja ein Stück, eine Symbolik, die wir hier auch gemacht haben, weil wir können ja keine Verhandlungen oder so ersetzen. Aber ich möchte auf jeden Fall allen Beteiligten ganz, ganz herzlich danken, dass Sie hier waren, dass Sie auch die Anreise gemacht haben. Vielen Dank und noch einen schönen Mittwochnachmittag. Dankeschön. Herzlichen Dank auch meinerseits an die Referierenden. Ist der von André Hundke schon ausgesprochen worden. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden für ihr intensives Mitdenken, für ihr Engagement. Und ich bedanke mich beim Veranstalter, dass er diese Debatte möglich gemacht hat und wir auch das geleistet haben, Differenzen wahrzunehmen, Differenzen auszusprechen und trotzdem engagiert an der gleichen Sache, nämlich Frieden für die Ukraine, zu arbeiten. Also dieser Dank an alle und jetzt auch von mir aus einen schönen Nachmittag. Und an Sie einen herzlichen Dank für eine sehr gute Moderation. Mhm.